So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800. Heute werden wir uns den Sprengmeister unter den Nagel reißen, denn sonst bekommen wir kein Eisen. Und ohne Eisen kommen wir nicht wirklich voran, ne? Also, wir brauchen es jetzt einfach. Ja, wir haben in den letzten Folgen Edwards Machenschaften schon zum Teil aufgedeckt. Ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Hui, also der Junge hat's offensichtlich faustdick hinter den Ohren, ne? So, und jetzt sollen wir den Sprengmeister finden. Ach du, guck mal, die haben mir ja richtig Sträflingsklamüttchen. Ach du Schande. Die Armen. So, wir sollen ja hier, suchen Sie den Sprengmeister im Steinbruch. Ja. Da sind wir doch hier schon mal ganz richtig. Wo ist er denn? Hallo, Herr Sprengmeister, wo sind Sie? Gucken wir mal, das ist ja hier kein Sprengen. Die machen ja. Der sich vielleicht hier drin versteckt. Wie ist das denn? Oh Gott, guckt euch das an. Das Es ist ja mangelt an Arbeitskraft. fürchterlich. Wo ist er denn? Hallo, Herr Sprengmeister, wo sind Sie? Bin ich denn blind? Fahren wir einfach mal so mit der Maus hier überall drüber. Wer weiß, wo der sich schon wieder versteckt. Ja. Steinbruch, da wollten wir. Ja, wir müssen hier suchen. Hier ist überall nur Polizei. Tja, ich würde ja sagen, in so einer Mine drin. Jetzt sucht sie hier alles ab. Wo ist er denn? Hallo, Herr Sprengmeister, wo sind Sie? Ich möchte Sie gern befreien. Okay. Ich finde ihn nicht. Hat er sich vielleicht schon den Weg freigesprengt? Da bin ich denn blind? Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich Ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Aber nein, ich bin nicht der, der. Du bist nicht der, den ich suche. Ja, wo ist er denn dann? Hä? Das helft mir doch mal. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein, dass der weg ist. Das sind ja hier die ganz normalen. Bin ich denn blind oder was? Suchen Sie den Sprengmeister. Da muss ja hier einer von denen sein. Warte mal, hier war doch eben. Samuel Oh Goods Ingenieur? Gott. Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Ich. Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Du. Er ist bereit zum Transport. Danke. Sehr nett. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Okay. Könnte uns denn hier jemand folgen? Ganz weit ist es ja nicht. Ist ja erschreckend, wie nah die alle bei uns sind. Mal hier ist ja immer noch die Aufgabe. Das werden wir mal alles hier nach und nach noch machen. Wenn wir jetzt auf unserer Insel zurück sind, dann ist bestimmt schon wieder Land unter. Oh, 90 Arbeiter fehlen uns. Es mangelt an Eieiei. Arbeitskraft. Ja. Okay. Das Gut heißt, gemacht. bauen wir mal ein bisschen aus in unserer Bude hier. Jawohl. Sehr schön. Spielstand gespeichert. Ja. Ja, komm, dann machen wir die beiden Hütten hier auch noch. Dann haben wir einen Mangel an Da ist er Farmarbeitern, ja. an Bauern. Versuche einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Ja, mache ich Jeder gleich. von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Jo.
So, erstmal müssen wir ja hier machen, ne? So, Feuerwache macht nicht bis hier hinten. Gut. Vom Stapel gelaufen. Ui, wir haben ein Schiff gebaut. Schön. Sprechen Sie mit dem Sprengmeister. Wo ist er denn? Da ist er. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ja, wir werden dich auch so behandeln. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Das wissen wir. Ein letzter Blick. Oh, die erste Zeitung. Jetzt wird's interessant. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Oh je. Okay, die Explosion in der Schnapsbrennerei hat sich offensichtlich negativ ausgewirkt. Können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Ja. Also, Zeitung, wir könnten im Endeffekt unsere Wertung hier beeinflussen, aber das lassen wir mal lieber, denn diese Punkte brauchen wir noch ein bisschen. Meine, ne? Stimme klingt besser, wenn man sie druckt. Genau, veröffentlichen. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Sehr gern. Ja, mit diesen Einflusspunkten hier oben könnten wir unsere Zeitung ein bisschen lektorieren, aber naja, muss man ja nicht. Verkaufen, sollen wir denn auch noch den Schoner? Na super. Okay. Das heißt, die nächste Phase beginnen. Sehr schön. Und jetzt kommen wir nur wirklich nicht weiter ohne diese ganzen Kanönchen. Kanon, doch ein Kanonenboot. Naja gut, da fehlen uns halt die Kanonen. So, und dafür brauchen wir allerdings hier wieder eine Eisenmine und so weiter. Ne? Also für die Stahlträger und die Kanonen brauchen wir das. Was? Barry O'Mara? Oh mein Gott. Solange sie nicht mit mir im Krieg sind. Und Jean Lafortune befinden sich nun im Krieg. Alles klar. Nu ja. Juhu! Lunte zünden! Oh weia. Oh oh. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Jetzt geht's los. Boom. Und? Yay! Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Sehr cool. Explosive Entwicklung. Großer Knall in den Bergen sichert ambitionierten Gutgeschwistern wertvolles Eisen für angehende Kriegsschiffsproduktion im Auftrag der Königin. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Sehr cool. Bauen Sie eine Eisenmine. Ja, genau. Das machen wir. Es gab eine Chance, als Ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern, jetzt, da er weg ist? So. Das Lagerhaus kommt doch bestimmt nicht bis dahin, oder? Ah, ne. Seht das schon kommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier taktisch ein bisschen besser machen. Wahrscheinlich so. Und dann können wir hier ja noch mal einmal runterbauen. Lagerhaus. Und los. So, dann sollen wir bauen. Einen Hochofen. Das bauen wir auch hier hinten. Das bauen wir alles mal hier hinten. Versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Ja, hätte er nicht. Und ein Stahlwerk sollen wir bauen. Kommt hier hin. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Ja, das sehe ich auch so. Und eine Kanonengießerei.
wie bauen wir denn jetzt am besten? Pass auf, wir machen das so. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach nö, jetzt nicht. Keine Zeit. Unsere Feuerwehr wird das schon machen. Kriegen wir das hier dazwischen? Ja, wunderbar. So, was fehlt uns? Stahl natürlich, versteht sich. Oh, jetzt fehlen uns richtig viele Willy Handwerker. Wibblezock, bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Für dich gerne Willy, wenn du magst. Oh Gott. Der sieht irgendwie, naja, zwielichtig aus. Kanonengießerei, jawohl. So, das heißt im Endeffekt, Moment, 15, 30. Wir bräuchten also schon mal 2 Eisenminen. Was ja vom Vorteil ist. Wurden gelöscht. Ja, das dachte ich mir schon. Unsere Feuerwehr ist echt Tüfte. So. wieder zurück. Gut, das heißt, wir haben jetzt alle 15 Sekunden 2 Eisen. Alle 30 Sekunden kriegen wir Kohle. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh nein. Wieso ist hier nichts Lagerhaus? Ach du lieber Himmel. Habe ich vergessen, ein Lagerhaus zu bauen? Na, ganz klasse. Kann ich hier nicht hinbauen? Wieso kann ich ihn nicht bauen? Weil ich pleite bin oder was? Baugelände blockiert. Ich will hier aber nicht. Das ist doof. Das ist doof. Nehmen wir ein paar Einbuße hin. Ich würde sagen, ja. So. Nur bekommt ihr eure Leutchen auch noch. So, dann müssen wir natürlich hier hinten auch noch weiter ausbauen, wa? Was Der fehlt Dank denen geht an hier? Die kleinen Feldmäuschen. Noch haben sie alles. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal rund um die Kirche weiter aus. Oh, jetzt wird es langsam kritisch. Das muss man überlegen. Ja. Und zack. So, ihr wollt Seife. Ja, ja. Könnt ihr ja haben. Klick, 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 es mangelt klick. An Arbeitskraft. Ja, nur bleibt doch mal ganz entspannt. Ich bin da schon dabei. Ich muss ja unbedingt mal, weil sonst war immer hier dieses Ausbauen. Mal gucken, wo ich das hingelegt habe. Wir machen das Beste aus. So, minus 4. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Bauern setzen. Wo packen wir die hin? Ich würde sagen, unsere Bauernhäuser gehen hier in der Richtung mal weiter. Das machen wir ruhig ein bisschen großzügiger. Oh, was fehlt uns jetzt? Holz. Alles klar. Das ist hinzukriegen. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Eine Polizeiwache. Im Moment. Erstmal kommt hier unsere schöne Schule hin. Da kommt dann auch noch die Polizeiwache hin. Und das Bier kann noch ein Momentchen warten. Ne? Oh. So, das heißt, wir brauchen jetzt ganz schön viel. Was braucht man zuerst? Erstmal würde ich sagen, machen wir unsere Häuser fertig, damit die Leutchen hier zufrieden sind. Ach so, habe ich wieder nicht. Jetzt. Ja, kommt. Bringt Holz. Oh, guck mal, wir haben unseren ersten Stahlträger fertig. Habe ich vorhin immer zur Eisenbahn gesagt, stimmt's? Tut mir leid. So, wie viel brauche ich denn hier für dieses Kanonenboot? 7 Waffen. Okay. Oh, das macht ja nichts. Das kann ja dann langsam aber sicher vor sich hin produzieren. Spielstand gespeichert. So, was brauchen wir hier? Noch mehr Stahlträger, Holz. Holz, Holz, Holz. Ja. Guck mal, das haben wir gleich. So lange warten wir noch. Ich finde, so eine Polizei ist jetzt nicht so ganz unwichtig, weil wir sehen ja, es ist doch ein Spiel, was auch mit Konflikten lebt.
Und ihr jetzt unsere Leutchen ja auch noch anfangen, Ärger zu machen. Machen wir doch mal lieber hier so weiter. Machen wir gleich mal ein bisschen was gegen den Ärger und gegen den Protest. Steinkohle, okay. Na, noch brauchen wir das ja nicht. Na Mensch, guck mal, es geht doch richtig voran. Hier können wir ja hier so das schicke, die schickeren Viertel machen. Das können wir ja. Oh, Level 4. Profilstufe 4, Spielzeit. Oh mein Gott, guck mal, schon 2,5 Stunden. Es mangelt an Arbeitskraft. Sehr schön. Ja, das weiß ich. Aber das macht ja nichts, weil hier, wenn hier mal alles einziehen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber das macht nichts. Wir können ja ruhig noch. Naja, können wir. Ja. Naja, ich weiß nicht. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, was man hier macht. So. Jetzt muss man nämlich wieder gucken. Feuerwehr kommt noch überall hin. Alles schick. Alles tutti paletti. Hier hinten, was ist da los? Waren. Volles Lager. Vom Lager geht nicht mal mehr zu. Okay. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Brot ist genug. Seife. Was ist denn mit unserer Seife? Haben wir nicht Seife produziert? Moment. Bitte? Oh, das haben wir. Wollten wir das bauen und haben es noch nicht gemacht? Hier ist ja Schäfchen. Ich glaube, ich wollte die bauen, oder? Was haben wir hier? Bäckerei, aus. Mühle. Ach, gucke hier. Nee. Ich habe sie gebaut. Okay. Dafür brauchte ich ja auch schon Stahl, ja, oder Stahlträger. Ich sehe es ja ein, ich sehe es ein. Seht da, ich schon wieder ganz vergessen. Aber das wird. So, Schule. Ja, das braucht ja noch ein bisschen länger. Denn 20 Stahlträger muss man erstmal haben. Aber jetzt muss erstmal hier das alles gebaut werden. Erstmal die ersten Bedürfnisse. So, guck mal, jetzt geht das hier bestimmt gleich bergauf, wenn die ersten Waren produziert wurden. Ach, ist doch toll. Zufriedenheit, wie sieht's denn hier aus? Nicht schlecht. Bierchen, ja, ich weiß. Und wir sind im Plus, noch. So, ihr müsstet natürlich jetzt hier mal langsam, aber sicher noch ein paar... Naja gut, wenn wir die Seife haben, ha? Mal, dann bauen wir jetzt einmal aus. Sehr schön. Und ihr seht da diese Umweltverschmutzung, ne? Ist natürlich ganz schön drastisch. Also ich würde echt sagen, dass wir diese Produktion ruhig hier hinten lassen. Kanonengießerei, ja, dafür brauchen wir jetzt die nächsten 8. Und dann können wir mal ein bisschen laufen lassen, dass wir die Schule fertig kriegen. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Es geht voran. So, bauen sie. Ja, gut. Mehr kann ich jetzt hier aktuell eh nicht machen. Weil hier fehlen halt die Kaninchen. Na Mensch, da geht mir schon die Sprache weg. 4 Folgen hintereinander. Da kann das schon mal passieren. Ja, was mich dazu bringt, wenn ich euch mal nicht gleich antworte oder in der nächsten Folge das umsetze, was ihr vorschlagt, dann ist das normal, denn ich werde das grundsätzlich nicht täglich aufnehmen, sondern immer im Verbund. Das heißt, immer so 3, 4, 5 Folgen hintereinander weg. Gerade jetzt setze ich mich natürlich den Mittwoch vor Ostern hin. Das ist nämlich heute. Und ja, nehme ein bisschen im Voraus auf, damit ihr über Ostern zuschauen könnt. Denn ich bin ja Ostern nicht da. Aber ich war neugierig. Ich wollte das Spiel anspielen, habe mir gedacht, nein, das machst du jetzt vorher noch. Ich habe mich ja nur wirklich schon Monate drauf gefreut, ja. Das muss ich ja wirklich sagen. Was ist denn hier los? Wollen wir mal ausbauen? Komm, wir bauen mal aus. Dann hat er nämlich hier auch eine Laderampe mehr. Genau. Spielstand gespeichert. Dann können wir doch mal gucken, dass wir auch hier lang eine Straße machen, dass der ein bisschen schneller auch hier rumkommt. Wenn die hier hinten an die Laderampen ran wollen, ne? Ah, warte mal. Moment. Das machen wir jetzt nochmal schick. Moment, ich muss dir mal die Straße da wegnehmen.
Das machen wir jetzt noch in der Folge fertig. So. Dann kommt hier eine Straße hin und hier kommt eine Straße hin. Wunderbar. Jetzt sind also alle Laderampen erreichbar. Und ich denke, das werden wir hier hinten auch unbedingt brauchen, damit das hier alles relativ flottig vonstatten geht. Ja. Juti, ihr Lieben, ich würde sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.